and how Windows as a Service makes Windows 10 the best Windows Development Platform ever. Außer man macht die Schatten so richtig hässlich. Ich frage mich, wann sie endlich mal Java rausschmeißen bei Ah ja, Microsoft. Microsoft hat So, ja Minecraft, da gab es ja auch genau. keine News. Ja, ich meine, deswegen werden sie es auch gezeigt haben. So, ich Habe ich glaube, das war es vergessen. ja jetzt eigentlich schon alles. Im Prinzip, gut, ihr auf dem Stream seht noch was. Bei mir ist jetzt schon die PK mehr oder weniger rum. Ah ja, jetzt kommt nochmal jetzt Spot. In the history of Windows. I'm proud of the Ich work the team has wette, done. ihr spielt ja auch so zwischendurch noch Windows 10 Minecraft, will oder? forge a new relationship Auf with jeden us and Fall. our customers. Habt ihr We'll mal source developers and the 1.8.2 ausprobiert? enterprise. Was Thank you haben for wir joining us ausprobiert? today Die to Version discuss the next 1.8.2. generation of Windows. Nee, weil unser Server läuft damit gar nicht. Also so privat jetzt so Nee, auf also PC. offline spiele ich es eigentlich überhaupt nicht mehr. Also. Ja. 1.8.2 ist eigentlich kompatibel mit alles 1.8 und Mann, das läuft so, als ob man By Optifine installiert democratizing hätte. technology, not putting it on a pedestal, by respecting everyone's privacy and encouraging their individuality. Ja, Vielleicht. da sind wir durch. Ja. We're building a deeply personal Das war and die incredibly Windows empowering 10 experience called Windows. Pressekonferenz. Windows will be a natural evolution from innovations like Kinect and Cortana. Klasse. It will be built from the ground up, So, embracing the things that make hat man us mich human. jetzt gehört? Nee, wahrscheinlich nicht. It will power the Aber tools that jetzt people hört man use mich, every hoffe day. ich. Everything from Oder hört ihr PCs mich to ATMs, beide? Ja, wir hören tablets dich. to cell phones, Perfekt. Ja. Gut, dann Phones würde to ich sagen, smart machines. das war's von It der will be Pressekonferenz energetic soweit. and alive, Ihr könnt natürlich noch, just like the people it's built falls ihr for. es nicht schon It getan will habt, aber enhance ich glaube their whole nicht, world, Kommentare not just schreiben. their digital life. And it will give them a Und voice. wir werden noch so ein bisschen, wir haben ja noch ein Then paar learn Themen from gehabt, so ein Ein paar Hallo reicht. Nebenkriegsplätze. Windows will always So be ein for paar people who do good. Kriegsplätze Because zum people who Thema do good are Windows the ones Phone who in move the world Unternehmen. Da forward. wollte ich noch so ein paar Schnitzer erzählen dazu. Das Ding ist ja einfach bei Windows Phone, dass dieses System nicht so managebar ist wie zum Beispiel in iOS. Android ist da ganz schlimm. Also wenn jemand in einem Unternehmen Android-Geräte austeilt, man kann sehr, also man kann ein bisschen was einstellen, aber nicht sehr viel. Und das liegt einfach an dem, ja, an Google in dem Fall, also an den Entwicklern von dem Betriebssystem. Und bei iOS zum Beispiel, also wenn man Mobile Device Management einsetzt, da kann man so viel sperren. Du kannst, glaube ich, bei iOS fast alles über einen Server direkt steuern. Also es ist richtig heftig. Und deswegen ist iOS zum Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, Armin, dass Windows Phone sehr beliebt ist. Stimmt, prinzipiell war früher auch immer sehr beliebt, aber mittlerweile geht es zurück und eher so Richtung iPhone. Weil du halt bei iPhone mehr einstellen kannst als Firma. Du kannst alles sperren. Natürlich ganz beliebt ist natürlich BlackBerry. Die darf man natürlich nicht vergessen. BlackBerry ist eigentlich nur Business. Und da kannst du wirklich bis ins kleinste Detail alles einstellen auf einem BlackBerry. Der Nachteil ist, du brauchst halt einen BlackBerry-Server dafür, um die Smartphones zu verwalten. Und auch wieder ein Nachteil für den User, weil so viele BlackBerry-Apps gibt es natürlich nicht wie bei Android oder so. Habe ich Aber das übrigens nur. mal was Ja. bei im Windows-Store gelesen, da habe ich einen gesehen, der hat das von seiner Firma bekommen, Windows Phone, der hat sich so richtig beschwert. Er fand es richtig kacke. Ja, es ist halt immer eine Geschmackssache. Also viele Firmen gehen da natürlich jetzt mehrgleisig. Für die Firmen ist natürlich wichtig, dass sie irgendwie das Ganze verwalten können über einen zentralen Server, wie man es halt auch bei Windows kennt, also bei Windows-Server-Umgebungen über eine Active Directory oder so. Und das wollen die natürlich dann auch auf dem Windows-Smartphone haben. Und da bietet einfach Microsoft noch viel zu wenig Features dafür. Ich meine, die haben jetzt im Bereich Mobile Device Management, tauchen die auch langsam rein, aber es ist jetzt einfach nicht so, wie wenn ich hier ein Apple-Gerät habe und ein Mobile Device Management. Sag ich mal frei raus, weil ich damit Erfahrung habe von Novell zum Beispiel. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, da einfach einzuschränken und so weiter. Obwohl viele ja immer denken, Novell wäre tot, das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Das Produkt haben sie sich zwar eingekauft, aber das ist wirklich nicht schlecht und da geht es sehr viel einstellen. Während bei Android ist es weniger und bei BlackBerry, naja, da hört schon auf oder Windows Phone ist jetzt auch noch nicht so pralle von den Einstellmöglichkeiten her.
Aber so viel zum Thema Windows Phone in Unternehmen. Also ich denke mal, da wird sich noch einiges tun, Ja, tut sich auch. wenn es das gleiche Betriebssystem dann ist wie auf dem normalen Rechner, da wird man dann auch viel mehr Möglichkeiten haben. Ein Thema, das wird eigentlich nie angesprochen, aber es wird in Zukunft auch einen Bedarf geben für Virenscanner auf den Windows Phones. Ja, genau, davon bekomme ich, das habe ich mir gedacht, als ich so gesehen habe, die wollen das kombinieren. Ja, also da wird definitiv ein Bedarf da sein. Also es geht gar nicht anders. Das muss in Zukunft, muss da Finde ich auch ein blöd. Virenscanner. Ja, gut, ich meine, die einen sagen so, die anderen so. Ich meine, man hat natürlich wieder das Akkuproblem, weil es ist ganz klar, da brauchen wir nicht drum rum zu reden. Virenscanner braucht Leistung und damit auch Akku. So, wenn das Gerät schnell genug ist, ist alles tutti frutti, sag ich mal. Aber wenn dann der Akku sehr schnell leer wird, dann ist der Anwender natürlich auch wieder ziemlich verärgert und möchte den Virenschutz wieder runterschmeißen, wo die Schutzwirkung dann natürlich wieder gleich null ist. Aber das wird's in Zukunft wirst du auch auf den Android-Smartphones immer mehr Virenscanner brauchen. Es geht gar nicht mehr anders. Wir haben da jetzt einen voll funktionsfähigen Computer in der Tasche sitzen. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch für diese HoloLens kommen, also für diese Datenbrille, dass man da auch einen Virenscanner braucht. Weil du kannst ja auch Programme installieren und da wird bestimmt dann auch Schadware dafür geschrieben werden und davon ist auszugehen. Und das trifft halt wirklich alle Smartphone, alle Mobilgeräte zu. Aber natürlich Geräte sind da natürlich eher betroffen, die halt sehr beliebt sind und auch sehr verbreitet und natürlich auch im Businessbereich eingesetzt werden. Klar, weil der Hacker möchte natürlich ein lukratives Ziel haben. Ich meine, wenn er nur 5 Leute trifft, die noch so ein altes BlackBerry einsetzen, das interessiert ihn nicht. Außerdem ist BlackBerry ziemlich eingeschränkt und man kann nicht einfach sowas drauf installieren. Also das wird noch sehr interessant. Also Thema Security, auch wenn Microsoft das alles natürlich sehr grün sehen muss, aber ich sehe da ein bisschen rot, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für Unternehmen wird es immer schwieriger, ein sicheres Netzwerk zu haben und auch, sag ich mal, es gibt ja auch keinen Virenscanner, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das sage ich auch immer in meinen Videos, der wirklich alles erkennt. Es gibt auch keine Firewall, die alles erkennt. Aber zumindest so einen gewissen Basisschutz muss man einfach haben und das wird immer schwieriger, sowas zu gewährleisten einfach. Da, Also, bevor du weiterredest, weil es jetzt ja. so viele Themen angeschnitten, dazu möchte ich jetzt was sagen. Ja, dann Also, sag doch mal was. David will vielleicht dann auch noch was dazu, aber fang du erst mal damit an. Wir haben ja jetzt so ein bisschen Zeit. so zum Thema Virenschutz auf Windows. Ich finde es ganz interessant. Also, jeder möchte ein Antivirenprogramm. Ja, was ziemlich gut ist. Vielleicht sogar das Beste, guckt sich gleich an von unseriösen Seiten, Chip, haha. Aber keiner achtet so wirklich auf die Firewall, beziehungsweise weiß nicht wirklich, was es ist. Das ist ein bisschen traurig. Ich weiß es seit ein paar Wochen inzwischen sehr gut. Wobei, ich frage mich, wie die Windows Firewall ist. Ist die gut? Ja, gut, ich sag mal so, ohne Firewall darf es natürlich auch auf Windows nicht gehen. Ganz klar, wenn ich alle Ports offen lasse, das ist wie wenn ich ein Haus habe und habe alle Türen und Fenster Ich baue erst gar sperrangelweit keine offen. Fenster ein. So schaut es dann Ja, aus. also Privatsphäre 100%. deswegen sage ich mal, deswegen braucht man halt dann eben auch eine Firewall unter Windows und das macht durchaus Sinn, sowas. Vor allem, weil halt Windows immer sehr auf solche Anfragen reagiert und gerne dann antwortet. Und wenn du eine Firewall hast, die von vornherein irgendwelche komischen Anfragen gar nicht erst gar nicht erst ins System durchkommen lässt, dann ist es natürlich umso besser. Zum Thema Firewall kann ich gleich mal was spoilern hier, wenn wir ein paar Zuschauer von Kurs4U Tech hier haben. Es wird dieses Jahr eine Serie zu einer Firewall geben. Ich werde noch nicht sagen, was es für eine ist, aber zu einer Firewall, die man auch im privaten Bereich gut einsetzen kann, als Home Firewall für sein Netzwerk einsetzen kann, wird es eine Videoserie geben, die ich aufnehmen muss oder werde in den nächsten Wochen, Monaten, je nachdem. Das werden einige Videos werden, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. David konnte das jetzt schon ein bisschen testen, deswegen wird er jetzt auch nicht verraten, was für eine Firewall er zu Hause einsetzt. Weil das ist nämlich ein Thema, sag ich mal, das ist doch ganz interessant, vor allem weil viele immer denken, naja, Home-Netzwerk, was kann schon passieren, aber man möchte vielleicht dann doch das Netz ziemlich sicher haben oder was ich ja hier habe, zum Beispiel, keine Ahnung, Besuch ist da, der bringt noch jemand mit, die möchten natürlich alle ins WLAN. Der beliebteste Satz ist immer, wenn jemand hierher kommt, was ist denn eigentlich dein WLAN-Passwort, ne? Und wenn du da Leute dann reinlässt, dann möchtest du natürlich auch eine gewisse Sicherheit bei dir zu Hause haben. Und deswegen Thema Firewall.
Wo es übrigens auch nichts mehr von Microsoft im Moment so gibt, sag ich mal. Die haben jetzt dieses Threat Management abgekündigt, das eine. Naja, egal. Gut, weiter im Text würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas, David, was du da zu der Windows Phone-Diskussion noch dazu abgeben Ich wolltest? kann mich da nur anschließen und vor allem für Windows Phone kenne ich mich wirklich nicht so gut aus. Dementsprechend, ich habe mir vorhin so viel geredet, jetzt habe ich euch mal ein bisschen gelassen. Ich kann natürlich immer was anschneiden hier für ein Thema. Ja, das, Ein paar dafür ist es Häppchen ja wären jetzt gut. da. Kannst du die anschneiden? Nein, Genau. Spaß. Ja, ein paar Häppchen, jetzt was essen hier, das wäre nicht schlecht. Ach ja, ich blende jetzt mal kurz. Chipsauflauf. Genau, Chipsauflauf, da wollten wir ja noch das Rezept. Nee, ich blende jetzt mal schnell noch so ein paar Videosequenzen ein. Ich hatte ja ein Video zu Windows 10 gemacht. Das blende ich jetzt auf den Livestream mal ein, damit ihr mal ein bisschen was seht zu Windows 10. Ihr könnt so lange mal weiterreden über Hyper-V oder über Virtualisierung. Wir wollten ja noch über Hyper-V sprechen. Hat ja der Armin geäußert, der wollte dazu was sagen. Oder wolltest du nicht? Keine Ahnung. Ich wollte dazu nicht sagen, ich wollte dazu was wissen, so. Ja, warte mal, dann stelle ich mal kurz hier noch meine Sprachaktivierung um, weil sonst ist das ein bisschen blöd. So, Moment. Man kann mich, denke ich, hören. Genau, also Hyper-V habe ich Erfahrungen machen dürfen. Ich nehme an, es wird ja auch eine neue Hyper-V-Version kommen. Microsoft ist da, denke ich mal, nicht auf dem Holzweg, was Virtualisierung angeht. Ganz und gar nicht. Ich habe auch ein IT-Camp bei Microsoft besucht, wo es um Thema Hyper-V ging. Und ich habe auch ein Video dazu gemacht. Also so viel, wir können mal auf unseren YouTube-Channel gehen. Ah, was schreibe ich Aber denn hier? so ganz persönlich, was würde jetzt besser laufen, VMware oder Hyper-V? Definitiv VMware. Also ich bin, was Virtualisierung angeht, bin ich Riesenfan von VMware. Das ist einfach eine Software, sag ich mal, die sind nicht umsonst seit zig Jahren am Markt und das Ganze ist schon mittlerweile so auf den Admin oder auf den Anwender angepasst und deswegen, also meine Antwort ist definitiv VMware und es wird noch einige Zeit dauern, bis Microsoft das Ganze aufgeholt hat. Und sag ich mal, dann mit den Punkten punkten kann, die eben auch VMware integriert hat. Also da geht es jetzt schon eher ins Detail, sag ich mal. Für den Privatanwender, wenn der mal was virtualisieren will, auch wenn du es nicht gern hörst, ist VirtualBox im Moment wirklich das bessere Mittel. Also muss man ehrlich sagen. Weil Naja. VirtualBox ist kostenlos und es läuft auch wesentlich flüssiger, sag ich mal, als Hyper-V. Also ich habe Hyper-V auf der normalen Workstation auch schon mal betrieben, aber es macht nicht wirklich Spaß. Also wer sich dafür wirklich mal genauer interessiert, ich habe darüber ein ziemlich langes Video gemacht und bin da auf die Einstellung eingegangen, wie man Hyper-V installiert unter Windows 8. Das ist ja kostenlos bei der Pro-Version. Und Nur Pro leider. ich glaube nur Pro, weil das ist ja auch ein Feature, das eigentlich der Privatmann nicht braucht. Eigentlich, sage ich. Also es gibt bestimmt Leute, die interessieren sich dafür. So wie ich. Ja, also man muss auch bei Virtualisierung immer unterscheiden, sage ich mal, ob man jetzt eine Virtualisierung im Serverbereich hat. Da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Da haben wir jetzt einen Kandidaten vergessen, der ist Open Source. KVM, also beziehungsweise Proxmox, das ist eine Open Source Geschichte. Aber da geht es jetzt um Server-Virtualisierung. Wenn ich jetzt ein Windows habe und möchte da eine virtuelle Maschine drin betreiben, da gibt es dann halt, wie gesagt, eigentlich nur für mich einen Kandidaten und das ist VirtualBox. Beziehungsweise es gibt ja auch für Windows 7 gibt es den XP-Mode. Dazu kommt noch ein Video. Ich habe das schon aufgezeichnet. Oh, Ich habe es noch nicht geschnitten. ich möchte mal kurz anmerken, Microsoft hat zu mir gesagt, dass dieser angeblich irgendwann mal ablaufen soll. Und das in Kürze. Ist mir neu, muss ich ehrlich sagen. Aber gut. Wollen Wie die auch nicht gesagt. mehr weiterentwickeln. Das finde ich schade. Also, ich glaube, du hast es schon mal gesehen. Ja, vielleicht Meinst jetzt Spoiler. mit Virtual PC meinst du jetzt gerade? Nein, wirkliches XP-Mode. Das gab es ja eh nur für Pro, aber auf jeden Fall konnte man ja wie bei VMware einzelne Programme in Fenster darstellen lassen. Meinst diese Unity-Geschichte von Ja. VMware, dass du dann, okay, also für die Leute mal zur Erklärung, bei VMware ist es halt so, wenn du zum Beispiel die Workstation im Einsatz hast, dann kannst du aus deiner VMware-Umgebung in deinen normalen Desktop Fenster reinziehen, ohne dass du jetzt die komplette
virtuelle Maschine im Vollbildmodus laufen lässt, kannst du da einfach Fenster reinziehen, als würden die auf deiner normalen physikalischen Maschine laufen. Aber in Wirklichkeit laufen sie eben in dieser virtuellen Umgebung. Das geht. Wie gesagt, mir ging es jetzt bei dem Windows XP-Mode eher um den Unterbau, um dieses Virtual PC. Das ist ja auch was, das gibt es noch von Microsoft. Also, dass du dann das als Virtualisierung nimmst. Das ist natürlich noch eine Alternative zu VirtualBox. Aber wie gesagt, die VMware Workstation, die ist wirklich 1A. Gerade wenn du auch mal was grafisch Anspruchsvolles machst, zum Haben wir ja Beispiel. letztens erst in Erfahrung gebracht, Steffen und ich, muss man wirklich sagen. Genau, also wir haben wirklich mal ein paar Sachen ausprobiert mit der VMware Workstation. Das ist auch, glaube ich, nicht mehr die aktuelle gewesen. Es war sogar erst noch die 9er oder war das schon die 10er? Nee, Ich es war waren auch mir. die 9, aber mir jedenfalls schon. Bei mir war es dann, denke ich mal, auch noch die 9er und die 10er ist wahrscheinlich noch ein bisschen performanter. Also wenn es um grafische Sachen geht, wenn wirklich die Grafikkarte beansprucht wird, dann ist natürlich VMware das Mittel der Wahl. Also das kriegst du mit einem Hyper-V auf einer Windows Workstation, kriegst du das so nicht hin. Version Und 10 habt ihr gesagt. Von ja. VMware. Okay. Ja, von der Workstation gibt es ja Okay. Version 10 mittlerweile. Wird früh nicht mehr geupdatet. Du meinst den Player? Ja, genau, der Da Player. musst du unterscheiden. Also bei VMware gibt es ja den Player und da gibt es die Workstation. Player weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was da Sache ist. Der Player kann ja auch nicht so viel wie die Workstation, ne? Also muss Player man auch ist das. halt einfach nur sowas wie VirtualBox. Nur besser. Wahrscheinlich sogar ein bisschen performanter, ja. Also das Ich ist kann, halt, also bei ja. VirtualBox musste ich noch anmerken, da läuft alles klasse, wenn du die Treiber dafür wirklich auch installiert hast. Weil Aber vor. das ist ja bei VMware auch ähnlich. Also du Ja, solltest da aber auch ich schon die meine, Treiber installieren. bei Windows 10 hatte ich VMware, dafür gab es bei VirtualBox gar keine Treiber, gibt es wahrscheinlich immer noch nicht. Das lief so rotzig. Da habe ich Windows 8 angemacht, das lief perfekt. Mit VMware waren die Treiber unter anderem schon direkt da, aber als die Treiber noch nicht da waren, da konnte man schon 1080p benutzen. Das ging bei VirtualBox auch nicht, da war deine Okay, Auflösung immer ja, 4 das zu ist natürlich 3. eine, das ist natürlich ein Argument, ja, das ist klar. Aber das liegt einfach daran, dass halt VMware mittlerweile sich so etabliert hat in dem Virtualisierungsmarkt. Die sind halt da nun mal Marktführer und das aus meiner Sicht vollkommen zu Recht. Und gerade im Businessbereich ist es Wahnsinn, was da mittlerweile geht. Du kannst, geht übrigens jetzt auch mit Hyper-V, also alle Microsoft-Fans aufgepasst, ne, dass ich hier noch anders auf die Mütze kriege. Man kann virtuelle Maschinen im laufenden Betrieb verschieben, ohne dass nur ein Ping verloren geht. Das ist natürlich ein Feature, sag ich mal, das ist genial. Live-Migration oder bei VMware heißt es vMotion. Das ist natürlich eine geile Geschichte. Ne? Und da hast du natürlich dann, wenn du eine Wartung machst auf einem physikalischen Host, hast du natürlich dann keine so langen Downtimes, wie wenn du den Server komplett runterfahren würdest, beziehungsweise du hast überhaupt keine Downtime. Und das ist halt eben was, das ist halt für das Hoster-Umfeld wahnsinnig interessant, für den Privatanwender eher irrelevant, würde ich eher Was sagen, ich noch aber. zu Privatanwender oder Anfängers sagen möchte, du hast gesagt, die meisten greifen dann zu VirtualBox. Ja, das würde ich jetzt mal so behaupten. Also Da würde ich auch behaupten. ich würde es sogar den Anfänger VirtualBox an die Hand geben, weil das ist ein kleines Tool, das ist nicht zu groß. Klar, man muss noch Treiber installieren, aber ich sage mal so, für einen, der wirklich mal ab und zu mal eine virtuelle Maschine laufen lässt, um zum Beispiel sich mal Windows 10 anzugucken oder keine Ahnung, dafür reicht's doch. Wenn ich natürlich dafür wirklich da drin arbeiten will, produktiv, dann könnte es, denke ich mal, unperformant werden. Wäre es für Anfänger, die sich jetzt vielleicht nicht so damit beschäftigen, von den ganzen Einstellungen, wäre es eigentlich nicht besser, dieses Virtual PC mit XP-Mode zu benutzen? Weil das kann man auch installieren, wenn man zum Beispiel nur Home Premium hat bei Windows 7. Okay, das ist Halt, natürlich ein Argument. hat natürlich jetzt kein XP-Mode, aber es ist verdammt leicht. Du hast da dein, unter deinem Benutzerkonto, du hast einen neuen Ordner, klickst du oben auf Neue Virtual Maschine, kannst. Hast eigentlich nur die wichtigsten Einstellungen. Das Und ist halt, das. wie gesagt, das ist halt direkt im Windows Explorer integriert und das macht halt, sag mal, das bringt den Nutzer nicht irgendwie raus, weil das ist eine vertraute Umgebung der Windows Explorer, sollte man zumindest meinen. Und da verstehe ich dich auch wieder, ja.
Ja, aber ich denke mal, das wird Microsoft, denke ich mal, irgendwann ablösen, diese ganze Geschichte. Ich glaube nicht, Ja. dass dieses Virtual PC sich lang halten wird. Es ist zwar cool, dass es das noch gibt. Ich kenne es noch von der ganz alten Version her, also 2005er Version oder was es war. Das war auch nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Es war auf jeden Fall, hat sich besser angefühlt als VirtualBox zum Teil damals. Aber es ist halt immer noch nicht sehr toll. Also. Ja, klar. Aber wie gesagt, da spricht vielleicht bei mir eher der Admin und der Power-User und weniger der normale Anwender. Also für normalen Anwender, denke ich mal, ist Virtualisierung im Moment noch nicht so das Thema. Naja, Also. aber schlau wäre es ja sogar dieses, was sie hier angeboten haben, das mit XP-Mall, ein bisschen mehr zu präsentieren. Ich glaube, kein Mensch hat das erfahren, dass es das gibt, außer jetzt durch ein paar Tipps von anderen Seiten. Die haben es ja eigentlich kaum beworben. Das finde ich Das ist sogar richtig. schade. Das Finde ist ich echt richtig. schade. Das hätte sogar mit Windows mitgeliefert werden können zu den Das anderen Müll. stimmt. Da Und. gebe ich dir recht, aber Microsoft hat da ja überhaupt kein Interesse daran, weil du sollst ja ein neues Betriebssystem kaufen. Die wollen gar nicht, dass du weiter mit. Oder was heißt, die sagen sich halt, je früher der Anwender komplett umsteigt. Also ich sag mal so ein richtiges Interesse daran hat ja Microsoft gar nicht an diesen XP-Mode, dass der so bekannt wird. Weil dann kauft man ja kein neues Office, weil dann sagt man, okay, ich installiere mein Office 97, jetzt mal extrem gesagt, mein Office 97 Ist installiere auch ich gut. in diese Umgebung, in diese virtuelle Umgebung, kann ich es weiterhin benutzen. Unter Windows 7 zum Beispiel, ich glaube sogar schon unter Windows Vista war es nicht mehr möglich, Office 97 zu installieren. Auch Also. nicht mehr, aber 2003 ging noch. Und 2003, ich weiß nicht, ob 2003 war noch so ein altes, vertrautes Office. Ich meine, mit 2007 kam ja dann das WIM-Menü. Ich glaube, wirklich nicht jeder ist ein Fan von dem WIM-Menü, weil es so unübersichtlich ist. Wollen die natürlich mit fixen, aber 2003 funktioniert noch. Gut, Aus das irgendeinem glaube ich, das Grund. funktioniert wahrscheinlich jetzt auch noch. Das ist ja erst im letzten Jahr ist ja der Support erst ausgelaufen für Office 2003. Deswegen ist es ja, denke ich mal, noch unkritisch. Aber Office 97, da ist der Support ja ziemlich lang. Also Office 2000 wäre mal interessant, ob Office 2000 unter Windows 8.1 überhaupt noch läuft. Also Bestimmt Videos. ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr läuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Ja, haben wir noch irgendwas? Ich will den Livestream jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber es ist interessant, wenn sich jemand dafür interessiert. Ja, wenn wir noch Themen haben, ich weiß nicht, hast du noch irgendein Thema, das wir mit einbringen? Wir haben jetzt von der Virtualisierung so viel geplaudert. Also jemand, Ja. der mit Virtualisierung nichts zu tun hat, der hat wahrscheinlich jetzt schon fast abgeschaltet oder hat vielleicht sogar schon abgeschaltet. Ja. Ja, ist ein großer for you. Da Ja. muss, glaube ich, auch mal sowas dazwischen kommen. Nee, das ist klar. Also ich sag mal so, unsere Channel, du guckst ja, man muss dazu sagen, Armin, du guckst ja, ich weiß nicht, wie lange guckst du uns schon? Ich Weißt du es weiß auf ungefähr? jeden Fall, ich habe sogar noch das 2008er G-Data-Video habe ich noch geschaut. Das war schon krass. Okay, also du kennst uns auf jeden Fall schon ziemlich lang. Also für die Leute, die erst zwischendrin eingeschaltet haben, der Armin ist ein Zuschauer von uns, der jetzt gerade hier mit drin war und ein ziemlich langjähriger Zuschauer. Und der hat uns auf die Idee gebracht. Deswegen habe ich gesagt, Mensch, da kommst du doch gleich mit in den Livestream rein. Bietet sich doch an. Ja, das stimmt. Also G-Data 2008, das ist schon ein bisschen her. Bisschen. Bisschen, aber auch nur. Ich fand G-Data übrigens damals vom Menü, ich weiß nicht, was man sagen soll. Damals hatte man alles im Blick, heute sind das natürlich Untermenüs, aber irgendwie übersichtlicher. Es ist halt einfach Geschmackssache. Also ich sag mal so, ich persönlich, wenn ich jetzt rein nur mal vom Design, von der Optik her gehe, dann finde ich das Neue wirklich sehr gut gelungen, weil Ja, das das ist ist echt gelungen. es. Aber ich will das Thema aber gar nicht so lange ziehen. Wir hatten schon das mit Genau, das Virtualisierung. passt eigentlich überhaupt nicht dazu. Ja, Windows 10, Livestream, Virtualisierung, G-Data. Ja. Nochmal zu den Virtual Desktops vielleicht, weil das hat man gerade im Livestream gesehen. Ich habe ja hier mein Windows 10 Video mal laufen lassen im Livestream, damit die Zuschauer auch was sehen und nicht nur was hören. Die Virtual Desktops, irgendwie ist es heute gar nicht so zur Sprache gekommen. Stimmt, irgendwie fehlt das so. Ich wette aber, die müssen einfach das Drag and Droppen da einfügen. Die müssen das. Wenn nicht, dann sind die dumm.
Also ich sag mal so, diese Virtual Desktop-Geschichte, die gefällt mir schon sehr, muss ich ganz ehrlich Wobei, sagen. ich muss sagen, ist schon ein bisschen komisch. Du hast auf einem Desktop ja zum Beispiel Firefox, machst einen neuen auf, öffnest da Paint. Hast du unten in der Taskleiste, egal ob angepinnt oder nicht, hast du immer noch Firefox stehen, halt gekennzeichnet, etwas anders. Das ist auf, in einem anderen Desktop. Wenn du draufklickst, wechselst du direkt zum anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so toll ist. Ja gut, das kommt halt aus der Linux-Welt, sag ich mal, da kenne ich das schon länger und da finde ich das mit diesen Virtual Desktops ist eigentlich eine gelungene Sache. Also ich meine, der normale Anwender oder was heißt der, geht jetzt nur mal von dem Home-User. Der Home-User, der seine Mails aufruft, nur mal kurz abcheckt und reinguckt oder mal im Web surft, der wird das nicht brauchen. Aber Ah ja, der derjenige. wird sich übrigens fragen, was passiert? Wo ist alles Genau. hin? Genau. Und aber der Nutzer, der, sag ich mal, mit sehr vielen Fenstern arbeitet, keine Ahnung, Webdesigner zum Beispiel oder auch Systemadministratoren, wie ich einer bin, die werden sich da sehr freuen, weil du kannst sagen, okay, ich habe jetzt einen Desktop, da habe ich nur lauter Monitoring-Tools drauf oder auf dem einen habe ich nur Remote-Desktop-Sitzungen und auf dem einen surfe ich nur und das kann ich mir dann selber einteilen und kann dann zwischen diesen Sachen hin und her switchen. Oder bleiben wir mal beim Thema Schule. Der Lehrer kann da irgendwas vorbereiten und kann sich das dann einfach herholen. Also das ist dann schon eine interessante Sache oder auch für Präsentationen, also für Schulungen jetzt im Windows-Umfeld. Wenn ich eine Schulung mache im Office-Bereich oder in der Software, da kann man dann schon mal was vorbereiten und kann sich dann einfach diesen Desktop herholen. Also und es ist immer noch Das ist echt klasse. übersichtlich. Also ich muss sagen, ich benutze es nie, habe auch nur einen Monitor, wobei ich hätte gern einen zweiten, aber ich habe jetzt nicht das Platz, weil ich hätte nur einen richtig kleinen. 800 mal 600, aber trotzdem flach. Aber ich weiß nicht, wohin damit. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, man könnte profitieren, aber wie gesagt, ich schätze mal, dass mit dem, dass die Programme immer in der Taskleiste ist, egal auf welchem Desktop. Also mich würde ich das wirklich benutzen, so. Das trennen wollen, dann, also ich persönlich würde es echt nervig finden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du dazu noch was sagen Naja, könntest. also wie gesagt, also ich kann nur sagen, ich finde es nützlich. Ich habe sowieso mal sehr viel offen. Also wenn jetzt hier mal zählen würde, ich habe bestimmt wieder 10, 15 Programme offen, gerade eben hier, weil ich halt einfach jemand bin, der sehr viel im Hintergrund laufen lässt. Zum Beispiel habe ich immer Kenne mein ich. Outlook im Hintergrund offen. Und jetzt gerade habe ich hier, gut, Spotify startet bei mir eh immer mit, VMware läuft auch immer mit hoch. Mein Firefox natürlich und dann Mumble und alles Mögliche. Deswegen, also für mich ist es auf jeden Fall besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Metro-Oberfläche oder die Modern UI-Oberfläche, die Kachel-Oberfläche vermissen werde. Das weiß ich nicht. Werden wir Kann man sehen. eh zurückholen. Also ich meine, Genau, man muss richtig. sagen, Microsoft bringt ja immer neue Features, aber in echt muss man sagen, sowas gibt es ja schon als einzelne Programme. Es ist ja nie was Neues. Es gab's, kann man schon vorher holen. Genau, es gibt ja immer findige Programmierer, die sowas schon vorher programmiert haben. Und was ich auch immer sehr sympathisch finde, dass man sich zum Beispiel alte Styles wieder zurückholen kann. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der hat sich, so blöd wie es klingt, der hat sich auf sein Windows 7 den Windows XP-Style wieder zurückgeholt, Ja. weil er eine cool fand. Okay, Geschmackssache, ne? Aber Also, ich jeder wie er muss sagen, mag. der Windows XP ist designtechnisch solider als Windows 7, weil ich muss manchmal echt denken, manchmal sind die Fenster einfach unnötig groß und das sieht einfach manchmal komisch aus bei Windows 7. Es ist meiner Meinung nach das beste Design zu Windows, aber manche Ecken sehen einfach so kacke Aber aus. es ist halt einfach, sag ich mal, schon Jammern auf hohem Niveau, weil wir sollten Das froh mache ich sein, aber. Das dass. mache ich immer. Ja, ich weiß schon. Nee, ich wollte es nur mal gerade, weil viele Zuschauer sich vielleicht dann denken: Boah, Gott, was reden die? Es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, weil man sollte froh sein, dass das Windows mittlerweile so aussieht, wie es aussieht, wenn man mal überlegt, wie Windows 95 aussah Nein, oder Windows lieber Windows 98. 1. Windows 1. Das ist Ja, oder so. grausam. Ich hasse dieses Betriebssystem und ich frage mich, wie haben Sie das? Naja, ah ja, die haben Ja, Office damals hatten schon sie lange. eben noch nicht die Möglichkeiten und das war ja auch kein Betriebssystem für den Home-Anwender. Man darf ja Ja. nicht vergessen, das war ja eine ganz andere Zielgruppe. Wenn ich irgendwelche Leute habe, die im Büro sitzen, denen kann ich eine Oberfläche vorsetzen, die kann noch so hässlich sein, die müssen eh damit arbeiten. Das ist ja auch der Grund, warum viele
Business-Programme einfach scheiße layoutet sind und scheiß Design haben, weil es heißt, naja gut, auf die Schönheit kommt es ja nicht an, die Leute müssen eh damit arbeiten, was ja auch irgendwo stimmt, aber Ja, es ist so wie halt. beim Arzt. Da war beim Arzt läuft Windows 8, die haben sogar G-Data, aber die haben so ein Arztprogramm laufen, ne? Das hat Windows 95 Style. Genau, also so wie wir nennen Branchensoftware, die ist halt da oftmals, sieht halt wirklich sehr kacke aus. Oder Tools für Administratoren. Es gibt sehr schicke Sachen, aber es gibt auch wirklich welche, die sehen zum Erbrechen aus. Und ja gut, aber das ist halt einfach so. Ich meine, die Programmierer geben sich da keine Mühe. Es kostet ja alles Geld. Man darf ja auch nicht vergessen, das, was Microsoft da macht, ich meine, die haben das Geld, die können das machen. Aber so eine Die machen es kleine. aber nicht, finde Ja, ich. so eine kleine Programmierschmiede da, die vielleicht zu zweit sind, oder ich hatte mal eine Branchensoftware bei einem Kunden, die hat nur ein einziger programmiert. Ja, der hat für sowas hat er gar nichts übrig. Der muss schauen, dass die Software läuft und immer wieder angepasst wird für die neuen Betriebssysteme und dann macht er den Support auch noch dazu. Und ja, dann sag ich mal, da bleibt keine Zeit mehr, sich Gedanken zu machen. Sieht das Icon jetzt rund besser aus oder sieht es eckig besser aus? Mache ich da noch einen Hover-Effekt rein oder so? Die Frage stellt sich gar nicht. Also, das ist halt wieder so eine Geschichte. Okay, Ja, ich würde sagen, ja. also es wird jetzt nach dem Stream passen, dass wir immer über Windows 10 reden. Das ist ja Genau. mal klasse. Genau, deswegen habe ich gesagt, vielleicht jetzt mal in Richtung Browser, würde ich sagen, vielleicht da nochmal was zum Ja, neuen das ist auf Browser. jeden Fall, das ist extrem interessant. Ich hoffe, der übrigens, der heißt Internet Explorer. Der Name ist gut. Der heißt immer noch, ich denke, die wollten den Namen ändern. Ja, Oder? nee, heißt er. Ich weiß nicht. Also, ich finde, also sie wollen es natürlich wieder nach Haldo benennen, Spartan. Aber ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber ich finde den Namen irgendwie kacke. Ja, ich finde es vor allem auch nicht für den Anwender, finde ich es halt schwierig. Wie du vorhin schon gesagt hast, wenn da Internet Explorer steht, dann versteht der Anwender Internet. Also selbst jemand, der mit dem PC nicht so viel zu tun hat, wenn da Internet im Namen steht, dann Das weiß er, okay, stimmt. damit komme ich ins Internet. Während wenn da irgendwie, keine Ahnung, das sehe ich auch beim Firefox so. Ich meine, klar, der Firefox heißt nun mal Firefox, aber ein Anwender, der wirklich sehr wenig PC-Erfahrung hat, der wird nicht drauf kommen, dass er damit ins Internet kommt mit dem Firefox. Deswegen, ja, das muss man halt immer so sehen. Also, wie gesagt, ich bin mal gespannt auf die Engine. Das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert, ob die schneller ist, ob die besser mit Die wird auf jeden HTML5 Fall kann. schnell sein. Ich meine, ich glaube, du kannst dich noch immer an den Start neuen Internet Explorer Versionen erinnern. Am Anfang war Internet Explorer eigentlich immer verdammt schnell, als die Version neu rausgekommen ist. Und verdammt gut, finde ich auch. Ja, naja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem gewesen, dass Microsoft bei den Darstellungen immer ein bisschen abgewichen ist und von Ja. den Standards. Und das ist halt wirklich Kacke. Also ich hatte heute erst eine externe Firma auf der Arbeit, die hat ein Produkt vorgestellt, möchte ich jetzt den Namen nicht nennen, weil ich kriege kein Geld dafür, aber das hat eine Weboberfläche und haben die gleich gesagt, also Leute, die den Internet Explorer lieben, werden mit diesem Produkt keine Freude haben, weil der das und das und das und das alles nicht unterstützt Oh und Mann. deswegen setzen wir einfach nur den Firefox ein. Für mich ist es okay, weil ich nutze sowieso keinen Internet Explorer, aber der Internet Explorer wird in Unternehmen sehr gern eingesetzt und wenn man dann natürlich viele Sachen gar nicht so benutzen kann, beziehungsweise er auch scheiße aussieht, also das Design von der Website dann zerstört, wollte ich eigentlich damit sagen, dann ist es natürlich nicht so Ich habe übrigens zielführend. gerade, ich will dich nicht unterbrechen, aber bevor ich es vergesse, ich habe gerade Internet Explorer geöffnet. Ich habe immer gesagt, der Browser ist extrem stabil. Was passiert? Ich maximiere ihn, er ist abgestürzt. Das ist zum ersten Mal, dass der neue Internet Explorer mir abstürzt. Ja, also ich sag mal so, Microsoft ist da schon sehr gewollt und die versuchen auch einiges, aber es ist immer noch nicht so, wie man sich's eigentlich wünscht. Und genauso wie der Firefox auch noch nicht da ist, wo ich ihn eigentlich haben möchte. Firefox ist zwar schön und gut, ich nutze ihn auch gerne, aber es sind noch viele Sachen beim Firefox, wo ich sag, gerade Speicherverbrauch und Performance, da kann wirklich noch ein bisschen zugelegt werden. Und ja, also Naja. das. Naja, findest du nett? Also ich finde den Firefox manchmal schon ein bisschen träge, vor allem wenn du viele Tabs offen hast, Ja. dann Der ist das wird schon irgendwie manchmal richtig schwierig. schnell ausgebremst. Ja. Wobei, ne, wenn man mal überlegt, also jetzt mal so vom erstmal möchte ich mal sagen, Firefox geht immer mehr in die Richtung Google Chrome.
Hast du mal Nightly gesehen, diese neuen App Store, wo man Ja, richtige Apps laden kann? genau. Cut the Rope, da dachte ich mir, what the fuck, warum Cut the Rope? Wollte ich es mir runterladen, das geht noch gar nicht. Aber das Einzige, ohne Spaß, das Einzigste, wo Firefox nur noch besser als Chrome ist. Also ich meine, ich hatte damals so viele Gründe für Firefox, die gibt es immer noch, aber damals konnte man so leicht Lesezeichen sortieren. Ich meine, kennst ja bestimmt links diese Leiste für Ja klar, Lesezeichen. benutze ich natürlich auch. Ja, damals konntest du die einfach anpinnen. Bei Firefox habe ich gemacht, fand ich echt klasse, schnell suchen, was man möchte. Jetzt gibt es diesen Button nicht mehr. Das ist, ich finde es echt ein bisschen schade. Und wirklich das Einzige, wo Firefox noch gut ist, ist einfach, dass man es anpassen kann und das war's. Ja, das stimmt. Ja, also das ist, wie gesagt, die Browserlandschaft, da kann man sich echt drüber streiten, aber ich bin nach wie vor, bin ich beim Firefox, weil da weiß ich, was ich habe. Ich habe meine Add-ons drin und vor allem, ich habe da keine Datenkrake im Hintergrund, die da alles mit saugt und macht und tut. Aber ich sag mal so, Google kann man sich halt schlecht verwehren. Das ist halt leider Gottes das Problem. Und naja, das ist halt alles ein bisschen schwierig mit Ich dem frage mich, Datenschutz. warum Google Chrome so beliebt geworden ist. Also, ich Das ist finde ein den Browser so Phänomen, eine ja, das Kacke. stimmt. Das Der ist stimmt. so Kacke. Genauso wie Google Mail, Google sonst weiß ich. Das ist irgendwie alles. Das ist so wie Windows. Es ist einfach zweckmäßig, aber die Leute mögen das Zweckmäßige und das richtig Geile und Tolle bleibt hinten liegen. Ja, vor allem sag ich mal, du tust ja auch dann, nehmen wir mal an, du hast betreibst einen eigenen Mail-Server, weil du eben nicht bei so einem Hoster sein möchtest wie Google, aber du schickst dann jemanden mit Google-Mail-Adresse eine E-Mail, ne? Dann kann Google das natürlich trotzdem mitlesen, alles. Also dann bringt dir dein eigener Mail-Server, bringt dir dann gar nichts. Ja, Und warum nicht? ja, das ist halt auch wieder so die Sache. Und wo ich halt immer Kopfschütteln muss, ist halt, wenn Firmen zum Beispiel Google Mail benutzen oder den Google Kalender. Ich meine, das ist ja alles praktisch. Deswegen habe ich ja vorhin auch gemeint, mit dieser Tafel ist ja alles in der Cloud. Ist es dann kostenlos zum Beispiel? Ist auch so eine Frage. Denn wenn es kostenlos ist, dann ist ja wohl klar, dass halt Microsoft die Daten verwendet, um halt zum Beispiel auch Werbung auf Bing anzuzeigen. Da ist Microsoft dann nicht anders wie Google. Weil klar, die Ja. müssen Bing finanzieren und wenn der Service kostenlos ist, dann müssen die diesen Service auch irgendwie finanzieren. Und das geht natürlich nur durch personalisierte Werbung. Und wo bekommen sie diese Daten her? Natürlich, indem sie bei den Nutzern die Daten irgendwie abgreifen. Und das kann natürlich dann über Outlook.com passieren. Das Ganze kann natürlich dann über das Windows an sich passieren und halt über diese Cloud-Spielereien, wo wir jetzt alle drüber sagen, Mensch, das ist ja ganz cool. Hier können wir Notizen machen und so weiter und so fort. Das macht auch Spaß, aber das sind halt alles Daten, die in der Cloud liegen bei Microsoft auf irgendwelchen Servern und die Microsoft dann verwendet, bald Werbung zu schalten. Und das sehe ich halt sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen, an der ganzen Geschichte. Es macht Riesenspaß, klar, man kann diese Features nutzen, aber es ist halt alles wieder in der Cloud und alles wieder wird ausgewertet. Muss man halt für sich selber entscheiden, ob man das gut findet oder nicht. Also ich finde es nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, aber das ist halt der Datenschutz. Google ist ja auch nicht anders. Wobei ich muss Auch sagen, dazu sagen. ich würde Microsoft eher vertrauen als Google. Weil Google, ich meine, man sieht Berichte, kann natürlich gefaked sein, wo Microsoft ja auch was gegen die NSA macht. Also sie möchten nicht, dass die E-Mails überprüft werden von denen. Das ist ein bisschen vertrauenswürdiger. Und das Lustige ist, angepasste Werbung, ich habe Minecraft Pocket Edition käuflich erworben im Windows Phone Store. Lustigerweise bekomme ich aber trotzdem Pocket Edition Werbung, obwohl ich das Spiel schon gekauft habe. Also irgendwie klappt das nicht so. Und weil wenn man in den Account-Einstellungen geht, dann kann man sowas auch bei Microsoft ausschalten. Ich glaube, das ist sogar standardmäßig angeschaltet. Und bei Windows 8 war das sogar so, dass diese Erhebung der Daten zur Verbesserung von Windows sogar standardmäßig ausgeschaltet war, was ich überraschend fand. Kann natürlich sein. Ja, das ist ganz klar. Microsoft hat da bei manchen Verfahren, haben die gesagt, nee, liebe NSA, ihr bekommt keine Daten von uns. Wir geben euch da nichts freiwillig raus.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem, was ich sehr kritisch sehe, dass halt viele Seiten zum Beispiel dadurch, dass sie Google Analytics einsetzen, natürlich ihren kompletten Surf-Traffic an Google weiterübermittelt. Und das ist bei Bing ja, oder was heißt Bing? Bing hat ja kein Analytics-Tool oder Microsoft halt nicht so. Da gibt es eben kein Analytics-Tool. Und deswegen hat aus meiner Sicht Google eine ganz andere Macht. Und auch wenn viele immer auf Facebook einschlagen, Facebook, klar, stimmt, die machen auch viel Schmu mit den Daten, aber es ist nicht so wie zum Beispiel Google Analytics, weil das ist zum Beispiel auch in Firmenwebsites eingebunden, auf denen ich keinen Facebook-Like-Button habe und es sind teilweise ganz seriöse Seiten dabei und das muss man dann schon wirklich mal sehr, sehr hinterfragen und sehr, sehr kritisch sehen. Gerade, was will ich denn neulich erst gesehen? Bei einem Provider im Kundenbereich findet sich Google Analytics. Und das ist natürlich ziemlich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ja mal selber gesagt, da gibt es ja so eine Alternative. Da kann man das benutzt ihr Selber selber. hosten. Ja, Genau. selber hosten. Kann ich mal Das hier sagen, das ist Open Source, das Ganze nennt sich Piwik. Und für Webseitenbetreiber könnt ihr es selber hosten und dann liegen die Daten auch bei euch. Gut, wir dafür muss man schweifen. echt Werbung machen, weil. Ne? Aber ohne Spaß, wer bis jetzt geguckt hat und abgeschaltet hat, das kann ich übrigens nicht verstehen, weil zumindest ich würde es echt interessant finden. Ich finde es Ja, wir jetzt schon sollten vielleicht interessant. öfters mal sowas machen, vielleicht so eine Art Tech-Talk, wo man sich Ja, dann eben. so unterhält. Das passt aber jetzt alles nicht mehr zur Pressekonferenz, weil wir wollten uns eigentlich über Windows 10 ein bisschen unterhalten. Und David hat mir das jetzt geht komplett irgendwie weg. ausgeklammert. David, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du anbringen willst zum Thema Windows 10? Ansonsten würde ich nämlich den Take hier mal schließen und uns vom Livestream nehmen. Gute Idee. Also einfach generell freue ich mich natürlich. Ich habe jetzt auch nochmal gerade die aktuellste Version runtergeladen, nochmal in der virtuellen Maschine reinhauen, nochmal einfach mal alles durchgehen und so. Freue mich natürlich schon auf das, was dann kommt. Das mit diesem Virtu, diesem Hologramm-Dings da, bleibt noch abzuwarten. Ich bin ja auch noch nicht so ganz überzeugt. Wenn es funktioniert, ist natürlich super geil, aber müssen wir mal abwarten. Was ich mich auf jeden Fall, wo ich mich drauf freue, ist auf das Plattformübergreifende, wenn das so klappt, denn wie es angepriesen wurde. Und generell DirectX 12, das wird auch noch so eine Sache, wo ich mich auch echt schon drauf freue. Das ist einfach eine coole Sache, denke ich mal. Der Rest, diese Sprachsache und so, meine Güte, ich bin da jetzt nicht so der Mega-Fan von. Ich weiß nicht, ich komme da immer so ein bisschen forever alone vor, wenn ich mit meinem Computer rede. Weiß Ja, nicht, wie das euch da vor draußen geht. allem, wer das halt Scheiße. nutzt, Und ne? ja, Also. mach das mal in der Arbeit. Da schau nicht alle an, dass du ein bisschen blöd in der Birne bist. Ja, das ist mal ein bisschen ganz komisch. Und deswegen, aber bleibt abzuwarten, was da noch alles kommt. Ich denke, es gibt bestimmt noch einige Sachen, die noch so im kleinen Dreck genannt wurden, so kleine Features, die oder Gimmicks, die man dann eben entdeckt. Freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und ja, ich denke mal, wir haben jetzt eigentlich unsere Leute lange genug da zuhören lassen. Genau, und informiert über das Genau. Ganze. Wenn noch was irgendwas Letztendlich, ist, schreibt es einfach in die Kommentare oder genau, so. Es gibt also da bestimmt auch falls jemand Fragen. zuguckt. Schade, dass heute keine Kommentare weiter reingekommen sind, aber gut, vielleicht jetzt in dem Video dann, wollte ich gerade noch sagen, den Livestream, den wir natürlich hier gestreamt haben, falls ihr jetzt irgendwann mittendrin reingeschaltet habt, den wird es als Live-Mitschnitt geben, wenn das funktioniert hat. Ich habe das hier alles aufgezeichnet. Mal gucken, ihr werdet es dann sehen. Abonniert uns auf YouTube, QSO4U Tech. Das kann ich ja mal ganz kurz einblenden. Ihr seht ja gerade unsere Website. Wenn ihr auf QSO4U.com geht, habt ihr rechts die Möglichkeit, unsere YouTube-Kanäle zu abonnieren. Und da gibt es den QSO4U Tech. Da seid ihr dann genau richtig, wenn es um Windows geht. Und da wird es dann auch nochmal die Pressekonferenz in voller Länge geben, was wir hier haben, wenn es funktioniert hat. Ich hoffe. Und da könnt ihr natürlich auch kommentieren. Und wir werden darauf reagieren, so schnell wie es geht. Dann abschließend will ich noch ein was sagen, weil der David es gerade mit der HoloLens noch angesprochen hat. Das wird natürlich eine interessante Geschichte auf der Gamescom dieses Jahr. Wenn wir dieses Jahr von der Gamescom berichten, sollten wir vielleicht mal ein bisschen genauer bei Microsoft vorbeischauen. Hatten wir in letzter Zeit eigentlich mal ein bisschen vernachlässigt, also 2013 und 2014, also letztes Jahr, haben wir eigentlich relativ wenig von Microsoft oder über Microsoft berichtet von der Gamescom. Vielleicht sollten wir da dieses Jahr ein bisschen genauer hinschauen, weil es da wahrscheinlich dann ganz, ganz interessante, exklusive Geschichten gibt zu dieser HoloLens, könnte ich mir vorstellen, wie es halt auch bei der Oculus Rift war. Ich Wenn bin man dann noch gespannt. durchkommt. Ja, gut, als Presse sage ich mal nichts weiter dazu. Kannst ja denken, dass wir da durchkommen dann. Okay, wie gesagt, ich
Schließen hier mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich mal wieder einen Livestream. Schreibt uns vielleicht auch mal in die Kommentare noch so ein paar Tipps zum Livestream. Wir sind da für alles Mögliche offen. Vielleicht seid ihr auch selber irgendwie Streamer und streamt da irgendwo. Also über Tipps freuen wir uns auf jeden Fall, weil das war heute wirklich, ja, wie soll ich sagen, der Sprung ins kalte Wasser, was den Lang. Livestream angeht. Weil wir hatten wirklich davor ohne Mist noch keinen einzigen Livestream gemacht. Ich wollte es zwar immer mal machen und habe es dann immer rausgezögert. Und heute habe ich gedacht, oder wo du mich dann angeschrieben hast, Armin, jetzt machen wir mal einen Livestream. Und ja, ich denke mal, einigermaßen hat es ja geklappt. Es gibt In immer ein diesem erstes Mal. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.